Hallo und herzlich willkommen zu meinem etwas dunkel veranlagten, jetzt wird's heller, Video, Sondervideo. Also, vorher habe ich euch ja in dem letzten Video gezeigt, oder vielleicht ist das jetzt auch euer erstes Video. Also, im anderen Video habe ich euch ja das Shampoo und den Conditioner gezeigt. Und in diesem Video zeige ich euch jetzt Zahncreme und Haaröl. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte jetzt nicht noch schaden, so ein bisschen Haaröl rein. Ja, das Haaröl, das riecht auch wunderbar. Also es ist so ein. Ich würde es, wenn ich es beschreiben müsste, so ein bisschen orangig beschreiben. Und da soll man dann. Also inhaltlich hat es Argania. Also ich gucke mal, ob ich irgendwas draus wiedererkenne. Gut, wir können mal zusammenfassen, es ist nichts drin, was ich kenne. und da soll man dann 1 bis 2 Tropfen in die trockenen oder feuchten Haare verteilen, auch als Kur vor der Haarwäsche bestens geeignet. So, und jetzt machen wir jetzt 2 bis 3 Tropfen. Okay, das ist 1. 2. Hoffe ich jetzt mal. So, und jetzt. Einfach wohl verteilen. So, wenn ich jetzt klug gewesen wäre, hätte ich erst es an verschiedene Stellen getan und hätte dann versucht zu verteilen. Aber man kennt mich ja. Das mit den intelligenten Ideen kommt mir immer schon im Nachhinein. So. Ja, also jetzt so an der Hand riecht es nicht so dolle, muss ich zugeben. Ich habe auch das Gefühl, dass mehr davon in den Händen ist jetzt als an den Haaren. Ja. Gut, das nenne ich jetzt mal. Ja, das ist nicht unangenehm, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie besonders. Es macht den Kohl nicht fett, sagen wir es mal, wie es ist. So, und ja, die Hände riechen jetzt halt ein bisschen danach, aber ja. Also entweder das ist jetzt nicht so der. Das Mega-Ding, oder es zeigt sich ja schon im Laufe der nächsten Tage. Oder ich habe schlicht und ergreifend so trockene Haare, dass es das einfach direkt so aufgesaugt hat, so und es nirgendwo anders mehr ankam. Sind alles Möglichkeiten. Ja, gut, dann kommen wir jetzt zur Zahncreme. Also, die funktioniert in etwa so. Das sind Zahncreme-Bits und 100 Stück davon kosten 14,50 €. Also ist schon sehr teuer. Und was mir aufgefallen ist, ich habe nicht unbedingt 100 Gramm gekauft. Und ich habe mir 2 Portionen davon gekauft. Eine für mich und eine für meine Babette Winfried. Und dann war es so, dass die tatsächlich, da habe ich weniger rein und habe trotzdem denselben Preis gezahlt wie bei dem da, wo einer, die ein bisschen mehr drin ist. Und ja, also es funktioniert jetzt so. Also zum einen muss man dann da eine Kapsel rausnehmen. So. Ich mag das Glas drumherum, um ehrlich zu sein, sehr gerne. Und diese Kapsel nimmt man dann und nimmt sie in den Mund und zerkaut sie. Also, was ich sagen kann, ist, sie ist sehr hart. Also, ich musste die erstmal ein bisschen wie so ein Lutschbonbon lutschen und dann konnte ich die erst zerkauen. Und ja, ich würde das jetzt dann mal im Bad machen, aber deswegen brauchen wir auch schon wieder einen Schnitt, weil ja, wir müssen jetzt ins Bad rüber gehen. Ja, es ist ein bisschen mehr Zeit vergangen und ich habe das Öl anders nochmal aufgetragen. Also wir haben jetzt gerade. Mitten in der Nacht. Ja, entschuldigt. Die eigene Unterwäsche irgendwo hinlegen. Das ist so. Ja, das ist unser Bad. Kennt ihr noch gar nicht.
Das ist unser Badvorhang. Den hätte ich runter machen können, wäre schneller gegangen, aber gut. Hier direkt ist der Spiegel. Da ist gerade mein Handtuch. Da ist unsere Dusche. Und etwas, was ich an unserem Bad absolut liebe, meine Nase. Die habe ich mal vor Jahren gekauft und da kann man so Seife reinmachen und dann drückt man da drauf und dann läuft die Nase. Ja. Auf jeden Fall, so sieht unser Bad aus. Das kennt ihr ja noch gar nicht. Ja. Ja, ich wollte euch jetzt diese Kautablette hier zeigen. Und ja, dann fange ich mal an. Also die nimmt man in den Mund, nuscht sie, dann zerkaut man und dann muss man Zähne putzen. Und jetzt ist ein bisschen ältere Zahnbürste, tut mir leid. Wenn wir schon dabei sind, ich benutze immer diese Zahncreme hier normalerweise. Weil die hat echt viel Fluor und ich habe so ein bisschen weiße Zahnränder, weil ich entmineralisiere. Und in Kombination mit der hier, Meniteramid, die mag ich total gerne. Und ich kriege irgendwie auch nur, ich kann auch nur diese Zahnbürste benutzen. Alle anderen finde ich viel zu hart und viel zu rau. Und einmal die Woche nehme ich noch diese Gelee hier. Es sah jetzt gerade irgendwie cooler aus, aber war nicht so geplant. Aber Glück gehabt. Ja, gut, dann fange ich jetzt mal an. Aber bitte zum Vorwarnung, von diesen Tabletten muss man ultra sabbern. Also bitte wundert euch nicht. Das ist jetzt auch, wer sabbern nicht mag, möge jetzt abschalten. Also, tue ich. Du kannst auch direkt dabei essen. Oh, ist immer sehr scharf, finde ich. Ja. Ja. Eigentlich könnte ich noch einen Tee trinken, fällt mir gerade ein. Also, so richtig Schaum tut es nicht. Zahnputztipps von meiner Mom. Na toll. meine Mom hat mir beigebracht, wenn man in den Eckzähnen putzen will, muss man den Mund zumachen und dann putzen. So. Entschuldigung, Zahnhygiene ist mir was sehr Wichtiges, da nehme ich mir Zeit bei. Eigentlich könnte ich es anders machen. Sekunde, ich drücke mal kurz auf Pause. So, das ist jetzt so. Also, ich muss sagen, ich habe immer da danach das Gefühl, also ich habe es schon mal benutzt, das ist jetzt nicht das erste Mal. Verzeihung, aber ich wollte halt direkt probieren, aber ich wollte euch noch dran teilhaben lassen. Und also dieses Mal ging es besser, ich musste etwas weniger sabbern. Beim ersten Mal habe ich mir mein ganzes Hemd hier vollgesabbert. Das ist nicht so schön gewesen. Und ja, aber diesmal war es besser, weil ich es direkt zerkaut habe. Und ich schätze, ja, auf jeden Fall, ich finde, danach hat man so ein bisschen so einen frischen Atem. Und es ist auch bestimmt was Tolles, wenn man was danach gegessen hat. Aber ich würde dennoch dann am Abend dazu neigen, meine normale Zahncreme zu benutzen. Und ja. Zum Thema die Haare, die sind auf jeden Fall jetzt im Moment sehr weich. Hier vorne sind sie gerade ein bisschen verfilzt, aber okay. Das habe ich öfter. Aber der Nachteil ist jetzt halt, weil es gerade bei mir sehr spät ist. Also ich habe jetzt gerade so 1 Uhr nachts. Und ich würde jetzt eigentlich lieber gerade ins Bett gehen, weil ich gerade ein bisschen müde bin. Aber geht nicht, wenn meine Haare so nass sind und dann habe ich ein nasses Kissen und so weiter. Und das ist ja. Ich habe auf der Kamera gerade voll rote Lippen, ohne dass ich hier Make-up benutze. Also, das finde ich jetzt gerade voll witzig. Entschuldigt, aber ich habe so einen richtigen Rotstich gerade. Wo der wohl jetzt herkommt? Naja. Vielleicht gleich ein bisschen weiter. Nein, geht der. Gut. Ja. Das ist auf jeden Fall so alles, was ich euch erzählen kann da dazu.
Ich würde es empfehlen, so wenn man mittags nach dem Essen noch eine Verabredung hat oder was zu tun und man nicht so wirklich Lust hat, jetzt sich die Zahncreme rauszuholen, einfach für unterwegs mit so einer, vielleicht mit einer kleinen Reisezahnbürste, damit man aber schnell sich die Zähne putzen kann oder für sowas, wenn man zum Beispiel bei Freunden übernachtet und man denen ihrem Zahncreme nicht so traut. So geht es mir manchmal. Ich benutze nur gerne meine Zahncreme, weil die bin ich eben gewöhnt und man weiß ja nie, welche Inhaltsstoffe es hat und so. Und man könnte ja allergisch reagieren und ja. Ich immer mit meinen tollen Horrorszenarien. Ja, und normalerweise, wartet, zum Thema Shampoo noch. Normalerweise nehme ich immer dieses hier. Also ich habe immer das da. Normalerweise eigentlich eher das Calendula oder eben, ich nehme halt Veleda-Shampoos. Die sind alle in meinen Augen sehr gut und davon kriege ich dann immer gut schönes, glattes und fluschiges Haar. Und ja, aber jetzt habe ich eben mal was Neues probiert und gut. Aber ja, also ich würde alles in allem, die Produkte alle zusammen nicht so weiter empfehlen, aber das Öl kann ich hingegen, kann ich sagen, ist es schon gut. Es gibt den Haaren nochmal so ein bisschen mehr Glanz. Aber ja, irgendwie so richtig vom Hocker gehauen hat mich jetzt davon gar nichts. Also ich hätte jetzt nicht so mir gedacht, ja, deswegen müsste ich jetzt, das muss ich jetzt unbedingt nochmal kaufen. Aber ja, alles hat ja seinen Verwendungszweck. Und ja, eine Sache noch zum Thema die Seifendinger, also die Shampoo-Bits. Wenn die dann trocknen, muss man die auf diesen Schwamm drauflegen und die sind nicht geeignet zum Teilen, weil die nehmen sehr stark die Haare auf und ich würde mir jetzt nicht die Haare mit was waschen, wo schon andere Haare drin hängen, um ehrlich zu sein. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch dazu erzählen konnte. Ich hoffe, mein kleines Zwischenvideo, meine Zwischenvideos waren ganz okay. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Ich weiß noch nicht, wann ich dieses Video hier schneide, aber es kommt irgendwann noch vor Weihnachten, also bei mir ist es jetzt nicht so lange hin. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Und ja, ich vermisse jetzt schon das Video drehen und freue mich unglaublich auf den Januar. Aber die Zeit ist bei uns noch wirklich so ein bisschen gerade stressig und ich habe auch noch so ein paar andere kleine Probleme. Aber das erzähle ich euch dann alles wieder im Januar. In der zweiten Januarwoche sehen wir uns dann wieder live. Bis dahin. Ciao.